Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zum zweiten Teil des Angezockts. Ich wollte dem Spiel nochmal eine Chance geben und versuchen, weniger planungslos zu sagen. Ich soll wohl so oft planungslos gesagt haben. Aber ich glaube, wir wissen, ich weiß jetzt schon, Entschuldigung, ich weiß jetzt schon, was wir machen müssen. Und von daher, wo haben wir die Uhrzeit denn? Hier ist es sauber, hier ist es sauber, da haben wir Geld haben wir noch. Das heißt, wir können jetzt. Nee. Hier war das, ne? Boden. Dann immer gucken, dass der Kreis bis zum Ende, ne? Damit wir das Geld, die Punkte auch kriegen. Dass wir den Balken, da den Fortschrittbalken aufbauen. Ich weiß auch nicht, wann die Demo zu Ende ist, ne? Und der eine oder andere hat auch schon geschrieben. Es wäre auf jeden Fall interessant, die Vollversion zu spielen. Und von daher, ich habe es auf meine Watchliste gepackt. Und bin gespannt, wann es kommen wird und was es kosten wird. So. Wir haben ja hier noch einige. Wenn wir die Etage kriegen, ist ja schon cool, ne? Aber noch ein Geld, ein bisschen haben wir noch. Da kriegt man nämlich dann auch Silber ab 50%. Gibt es auch 1000 Geld nochmal. Dollar, ne, sind es hier. Das ist schon ein amerikanisches Prinzip. Wobei Airbnb auch so ein bisschen so läuft, ne? Also ich habe das letzte von Leuten gehört, die einfach Wohnungen mieten und dann aber als Airbnb weitergeben. Wir sind schon minus. So, den machen wir noch und dann gehen wir mal nach Hause. Wo ich haben wir Müll? Ne. Schmutzig? Ne, eigentlich nicht. Nur renovieren müssen wir. Okay, dann packen wir das jetzt noch mal hier vorne rein. Na komm. Dann gehen wir nach Hause, ne? Mit zwei Räumen haben wir ja vermietet. Ich hoffe, die bleiben auch erstmal vermietet. So, 500 haben wir wieder. Reichen müssen wir auch noch, ne? Aber so weit waren wir schon, okay. Welche Farbe nehmen wir denn? Ist ja nicht lustig, komm. Er ist noch nicht frei. Jetzt uns lustig gefunden. Ah, nehmen wir weiß, komm. Dafür kriegen wir gar keine mehr. Doch, 69 jetzt doch. Ich glaube, die Decke ist mehr. Ich bin gleich wieder durch hier. Na gut, schon mal gucken. Welche Trinken kann man bestimmt auch machen, ne? Wir müssen gleich noch die Zimmer wieder sauber machen. Oh, freigeschaltet, aber keine. Bürste. Hängenschere, Rotdruckreiniger, Keller. Keller. Okay, haben wir schon mal. Lassen wir mal eben die Keller. Das räumen wir noch schnell auf.
Sauberkeit. Irgendwo liegt mir was da. Soll noch nicht mal durchkehren müssen, ne? Oder ich beschwere mich nicht. Schaffst du es nicht, Dicker? Okay. Jetzt erstmal sauber machen, wo ich jetzt Foto mache. Was ist los mit dir? Warum kommst du nicht die Fensterbank hoch? Können wir das mal hinweg? Vielleicht kriegen wir jetzt so ein schönes Foto hin, so zack. Läuft schon mal. Okay, haben wir ein bisschen Geld? Ja, ich will erstmal nach Hause fahren, komm. Den Geld noch sammeln. Tag 11. Sauber ist es hier draußen. Sind wir durch. Dann nehmen wir jetzt die Farbe und sagen, Blau ist nicht frei. Ah, wir haben noch nicht viel freigeschaltet. Aber wir hatten hier Weiß. Boden haben wir ja schon genommen, ne? Aber wir sollen jetzt, glaube ich, fürs nächste. Jetzt muss schon eine Alkohol hier. Schon gleich wieder durch, ne? Und dann haben wir den Flur fertig. Flur, je nachdem, wie er bei euch genannt wird. So, sag ich hier. Renoviert. Ach, ist sogar 100%, sehr cool. Jetzt machen wir vorne mit dem Raum eigentlich weiter dann. Also hier haben wir ja angefangen, ne? Oh, hier ist auch was. Mal, dass hier auch was liegt, ne? Hier sind keine Möbel drin. Boah, der Raum wird ja auch nicht vermietet. Oh, der ist durch. Der Raum ist on fire. Okay, ist auch durch.
heute mal nur Müll gemacht. Will ja nicht jeden Tag renovieren, ne? Ruhig, ne? Am Freitag ist gleich am schlimmsten. Machen wir das noch. Okay, das können wir machen einmal. Was machen wir denn hier rein? Okay. Wann nehmen wir die? Gleich mal gucken, ob wir ein Büro so mieten können, weil es dauert ja dann echt lange, bis wir die nächsten bekommen. Wir haben so viele Anfragen jetzt da. Jetzt nur freischalten, ja, geht nicht. 6.000 haben wir auch nicht. Bad renovieren. Okay, wir haben sauber gemacht. Jetzt mal nur sauber. Ich möchte einfach noch gucken, wenn wir jetzt 3.000 war, glaube ich, ne? Mal wieder durch. Was helfen, wenn ich hier Mülleimer hinpacke? Können wir gleich mal testen. %, da hinten liegt was, oder? Ja, sauber machen müssen, sonst kriegt man immer eine Strafe, ne? Immer weniger. Also Strafe immer mehr, aber immer weniger Geld. Ganz durch.
Ja Gott, ich schmeiße es jetzt mittlerweile schon in den Flur, weil es so schön ist. So, die sind bald soweit. Das war. Nämlich so ein bisschen ein GTA. Wäre cool jetzt. So schönes Büro hier. Was aufbauen. Also GTA-Zeit man cool. Auch bei Infinity. So schlimm, wie es geendet hat. Aber es war eine echt gute Zeit. Immer noch nicht. Jetzt müssen wir einmal aufräumen und dann könnten wir uns die nächste Probe angucken. Das war wieder vier hier, ne? Hier muss noch was liegen. Da. Entschuldigung. Das Problem ist, dass wir dann kein Geld haben für Büro einrichten. Aber egal, jetzt haben wir erstmal 3000. So, der amerikanische Traum, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Etwa vom ein Büro. Und zum kompletten Wolkenkratzer bestimmt. Das hier reinschmeißen. So, jetzt müsste das Büro hier 4000. Wie komme ich denn aufs 3000? Das waren die Toiletten, ne? Hier mache ich was verkehrt. Vielleicht können wir irgendwo Kredit kriegen. Also 6. Geht schon an. Ne? Nee. Wo muss hier noch was sein? Da. Wieder sauber. Ja. Ich will nicht zu viel Beutel, weil umso schneller ist dann die. Die Tonne voll, ne? Und die müssen ja auch wieder so bezahlen. Aber wir gehen jetzt hier rein und gucken. 4000. Oh.
nicht groß, ne? Sauberkeit ist 100%, das ist schon mal gut. Sollen wir renovieren, ne? Also schon tief. Nicht, aber wir sind schon in der roten Zahlen. Wir gucken auch gleich unten. Dann nehmen wir OP. Ich glaube, da haben wir überall das drin. Haben wir ja hier Miete. Wir wollen hier, dass die wollen. Wie das ist, okay. Hier ist eins. Also ein Ruf von 500 haben 30 Quadratmeter. Ich weiß nicht, was das jetzt hier hat. Das Eckbüro. So. Ja, noch sind wir drin. Also das funktioniert auf jeden Fall. Jetzt kann ich noch mal gucken. Entschuldigung. Hier was von, Entschuldigung, von Kredit und so sehe ich hier nicht. Ja, von daher wird es schon so sein, wie wir es jetzt gemacht haben. Schön das Eckbüro hier säubern und dann in den Hammerweg sieht so aggressiv aus. Und dann geht es weiter. Also ich denke, wir werden die Vollversion uns mal angucken. Ist auf jeden Fall interessant. Es wird ja dann nach und nach immer mehr dazu kommen, ne? Dass man halt dann ohne Nacht, sage ich jetzt mal, mehr Umsatz macht. Von daher, schön, dass ihr nochmal reingeschaut habt. Wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.